Warum ist denn da nichts? Dup, dup, dup. Ja, doch, Till wäre schon richtig gewesen. Upsa. Dumm. So, Mathilde hat also ihr eigenes Zuhause nach gut 18 Tagen oder 17 Tagen waren es ja. Das mit dem Dach ist jetzt gerade noch ein bisschen blöd. Ne? Sieht ja aus wie so eine Hüpfburg. Eine Hüpfburg mit Bett drin. Ist doch auch was Feines für die. Alter, mit der Musik muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Vorbei. Oh. Ich weiß hier eben total verkehrt, was ich hier gemacht habe. Totaler Blödsinn. So, jetzt passt's. Also, ich habe hier meine funktionierende Bäckerei. Oder es mit dem Getreide auch noch ein bisschen besser funktionieren könnte. Was super funktioniert, ist die Nicht-Automatisierung von den Baumstämmen. Ah, das hier sind auch verschiedene Holzarten, deswegen funktioniert das nicht. Das hier sind Pine Trees. Was dem hier entsprechen würde. Ich mache jetzt einfach mal auf 30, nur um zu gucken, ob so 5 weitere jetzt abbauen würden. Ja, so funktioniert es auch mit den Nachbarn. Seht ihr? Also muss man hier auch noch drauf achten. Das habe ich einfach so jetzt mal liegen lassen, weil ich mich einfach nicht weiter darum gekümmert habe. So. Das mit dem Glas. Das ist ein Vanity. Heiz und Materials. Ich schätze mal, das hier Sand, ne? Genau. Ich habe noch 2 Tage Zeit, vielleicht kriege ich es hin. So, mein. Ich hätte gern diese 2 Sand. So. Ich hoffe, ihr verreckt jetzt nicht. Wäre ganz schön schade. Alter, jetzt gehen wir mal schnell. Ja, ihr lauft ja auch einfach hier, ne? Ja. So, wir haben Sand. Dann gehe ich jetzt mal wieder auf Utilities. Was würde denn am ehesten? Iron-based? LTE? Wie könnte ich denn jetzt Sand brennen? Ganz normal so? Ich jetzt versuche hier Materials und Glas einfach mal 5 machen. Gucken, ob hier irgendjemand gleich sich das Sand wegnimmt. Wie ihr seht, da jetzt kann ich hier schon eine Stufe minus 1, ja. Es gibt auch später dann Feinde und sowas. Okay, schaut mal hier. Achso, das sah jetzt ein bisschen spektakulärer aus, als es ist auf der Karte. Was ist denn jetzt hier mit dem Sand? Ist hier irgendwas passiert? Habe ich hier irgendwo Glas? Hab hier nicht mal das Sand rumliegen? Das ist irgendwie bedauerlich. Ich versuche es jetzt nochmal gerade. Nehme ich einfach hier die ganze Linie. Ey. Ah! Mann, jetzt hat er aber gerade. Die Ecke mag er nicht. So. Nehmen wir das jetzt einfach mal aus und möchte, dass ihr Sand zu mir bringt. Scheint. Warte, ich versuche hier mal kurz eine Leiter anzubringen. Ups. Sand haben. Muss ich dafür... Ich habe nur noch einen Tag Zeit. Hier liegt jetzt Sand.
So. Ich habe ja nun mal hier einen Burner, den ich jetzt erwarten würde, dass man dort das Sand reinpackt. Ich schätze mal, jetzt ist jede Minute, jede Sekunde schon fast, wird er mir sagen, schwupp, kauf dir bitte das Spiel. Tja. Das mit dem werde ich dann auch noch herausfinden müssen, später im Spielverlauf. Aber wir werden jetzt zum Beispiel, also sollte ich, sollte mein Let's-Test gut angekommen sein, werde ich natürlich ein Let's Play weiterhin draus machen. Und ich kann euch dann verraten, dass ich das Bestehende danach erstmal abreißen würde. Ich würde die Plantage natürlich lassen, alles ein bisschen optimieren. Ich würde auch erstmal hier die Butze lassen für Mathilda, dass sie nicht wieder obdachlos wird, nachdem sie sich ja nun schon daran gewöhnt hat, dass sie die einzige Frau ist, die was hat. Aber ich würde hier das Lagerhaus, ich würde alles ein bisschen umbauen, alles ein bisschen farblicher gestalten, wie es in einer Farm oder Plantage auch so sein würde. Das würde ich alles weitermachen und dann würde ich natürlich auch gucken, wie geht das jetzt mit dem Glas. Ne? Also ich habe ja jetzt nun mal Sand. Brauche ich dafür den Ironofen? Also diesen hier, aber das ist ja Kitchen, das ist ja Küche. Könnt ihr mal auch Heizskinning Table, Color Mixing. Also hier werden wahrscheinlich die ganzen Farbstoffe hergestellt. Steer it up. Butcher's Table, also Metzger, ja. Ich kann Fallen aufbauen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Wahrscheinlich gegen die Tiere. Giftfallen. Containers, was haben wir denn hier? Nutzitier. Ich schätze mal, hier kannst du Holz drin aufbewahren irgendwie. Also so eine Kiste, genau hier. Kisten. Hier für Waffen halt, dass die nicht hier rumliegen. Also in Sachen, da habe ich mich alles noch gar nicht mit, beschäftigt. Mann, so dekorativ. Ich könnte Mathilda natürlich jetzt sagen, hier. Ach, die Dinger kriegt man in der Arena. So, so. Also, ach nee, die muss man. Outdoor, Indoor. Ach so, das sind Kategorien. Die könnte ich jetzt natürlich draußen hinstellen. Ihr seht, es gibt schon einige Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass das Spiel hier jetzt so spartanisch ist, nur weil es ein Alpha ist. Also man könnte sich auf jeden Fall definitiv, wir sind jetzt am letzten Tag angelangt, definitiv kann man sich hiermit noch sehr viele Stunden beschäftigen, bis man dann alles gemacht hat. Ja, aber ich bin noch kein Stück weiter mit meinem Glas. Also ich habe jetzt gesagt, ich möchte hier Glas haben, Materials, ne? Glas. Möchte ich 5 Dinger haben. Burner. Ich kann ja mal mich so durchklicken, wo ich denn Sand finden würde. Utilities. Wäre natürlich auch dankbar, gut, die Folge hier wird ja ziemlich spät erscheinen. Wäre natürlich dankbar, wenn jemand mir sagen könnte, das geht so und so. Wäre ich auf jeden Fall dafür. Also für Tipps bin ich zu haben. Bin allerdings nicht dafür zu haben, mir jetzt irgendwelche Seiten anzugucken. Weil es ist schon schön, wenn man vieles selbst herausfinden kann, wie damals bei Minecraft, wenn man da rumprobiert hat anfangs. Ja, aber das mit dem Glas wäre jetzt so die einzige Frage, wo ich denke, da stehe ich auf dem Schlauch. Ich weiß gerade gar nicht, wie das geht. Hier mit den Helden und sowas, ich schätze mal, wenn ich hier später eine Baracke vielleicht baue, vielleicht kommen sie an, um sich meine Baracken anzugucken, meine Krieger. Ne? Atelier, da wird man sich wahrscheinlich noch
keine Ahnung, kann man sich eigene Hüte bauen? Also hier ist jetzt ein Hut, vielleicht kann man sich für die Leute kann man das Aussehen ändern. Ich weiß das alles gar nicht. Eine Taverne. Ne? Und Tavernenroom. Ich schätze mal, da kommen diese Händler hier. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, geil. Tut mir jetzt auch leid, dass ich die letzten 15 Minuten hier rein gar nichts gemacht habe, sondern einfach nur gelabert. Aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass der 20. Tag schon gar nicht mehr zählt. Tja, was bleibt zu sagen? Ich werde dann jetzt schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn es euch Spaß gemacht hat, mir zuzugucken, mir zuzuhören. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen sogar tatsächlich helfen, obwohl ich selber absoluter Anfänger bin. Schaut mal auf unsere Seite www.buchnu-productions.de. Schaut euch die anderen Let's Plays an, von den anderen Let's Playern auch. Schreibt eure Meinung. Ja. In diesem Sinne warten wir jetzt nur darauf, dass hier steht, du darfst nicht mehr spielen. Aber alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich habe gesagt, was ich in Zukunft vorhabe, wenn das hier alles gut angekommen ist. Ich schätze mal, das ist auch ein sehr unbekanntes Spiel. Also warum wir schon gezielt danach suchen, wahrscheinlich auch mal ein Video hier zu kommen. Und ich schätze mal, der gezielt danach sucht, ist entweder ein absoluter Anfänger oder jemand, der sich selber weiterentwickeln will und eh schon viel weiß. Aber sieht, die Tage sind eigentlich ganz schön lang. Also für eine Demo. Hab lang keine Demo mehr gespielt, wo du länger als 10 Minuten dran bist. Damals war das ja noch gang und gäbe, schöne Demos zu erstellen, da mal in so ein Spielemagazin mit reinzupacken, wo du dann auch so eine Stunde Spaß hattest mit. Und sogar länger, weil du die Demo einfach viel öfters gezockt hast. Aber damals gab es ja auch noch nicht so viele Spiele. Ich sag jetzt mal, das war so die PlayStation 1-Zeit, ne? Oder Demos auf FCDs. Ja. Und das Spiel will einfach nicht enden und ich weiß einfach nicht mehr, was ich sagen soll. Aber ich will halt warten, bis hier steht. Raus mit dir. Das will ich hier nicht mehr haben. Also, wir haben einen Soldier. Aha, hier. Jetzt hat er mich einfach rausgeschmissen. Ja, wie gesagt, geht auf unsere Internetseite, kommentiert, gibt mir Tipps, was ich falsch gemacht haben könnte oder höchstwahrscheinlich falsch gemacht habe. Ist einfach so. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und in dem Sinne, bis dann. Tschüssi.